Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Torchlight 2. Ja, beim letzten Mal haben wir ja ein kleines Fehlerchen. Ich gehe mal hier auf weiter. Ich wollte meinen Endscreen am... den Anfangsscreen meine ich natürlich. Ich wollte mal kurz den Anfangsscreen zeigen. Los, schneller. Super. Und da sind wir auch schon in der Höhle, in der ich das letzte Mal abgesetzt habe. Und zwar ist mir eine Dreiviertelstunde auf... Oh, stimmt, hier waren ja. Ja, hier waren ja. Okay, erstmal kurz reinkommen. Okay, warte. Heilung habe ich. Okay, dann habe ich noch den Metakuba, da kommt man hier raus. Und dann hier. Sprung. Ja. Beim letzten Mal hatte ich... Ich muss ja alles nochmal machen. Also die Höhle ist ziemlich geil. Das ist voll furcht, das ist jetzt erzähle ich. Die Höhle ist ziemlich geil und ziemlich einfach, außer einige große Bosse, die hier vorkommen, die sind ziemlich hart. Ja, wie gesagt, beim letzten Mal ist mir eine halbe Stunde Aufnahme, eine Viertelstunde, halbe, dreiviertel Stunde Aufnahme kaputt gegangen, weil... Oh. Na klar, springen die einfach durch da. Ich komme mir nicht zum Erzählen, das ist unklar. Weil ich, Alter, hör auf zu springen. Ich kann nicht erzählen, es tut mir leid. Moment, ich rede gleich. Wir wissen ja, ich bin nicht multitaskfähig. Also, ich habe eine Dreiviertelstunde Aufnahme versaut, weil ich mit Webcam aufnehmen wollte und dabei die Webcam-Aufnahme kaputt gegangen ist, das neue Programm hat gesponnen. Und ja, dadurch ist dann natürlich irgendwie auch Raps kaputt gegangen. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Auf jeden Fall ist alles kaputt gegangen. So, jetzt machen wir hier 6. Und da ist unser... Was ist unsere Goblin Grab? Ach, ein Skelett. Ach so. Okay, unser Ding ist ein Skelett jetzt. Ich weiß nicht genau, was das für... Oh, Boss. Ja, da hat weder Heal-Spell noch Heilung was geholfen. Da war ich jetzt tot. Das ist echt assi bei dem Vieh, wenn sich das ein... Gut, das ist nicht assi, das ist einfach nur scheiße, wenn es sich erwischt halt, ne? Ja, genau das. Okay, gut. Wenn ein bisschen drin ist, dass das Vieh mich nicht erwischt. Genau, das war genau das, was ich gemeint. So, heilen geht gleich. Dann hole ich meinen Netakuba das mal raus. Dann 4. Nee, nicht da. Was? Ich habe nicht genug Mana. Ihr seid tot. What the fuck? Ich setze mir erstmal ganz kurz mit 0 eine Portalrolle. Und dann muss ich die ganze Zeit Geld ausgeben. Okay, die 5. Die 5. Wo soll ich meinen... Ach, ich habe das Skelett, das sieht man jetzt so schlecht. Die 3 könnte ich mal nehmen. Und hua. Und... Ich brauche mehr Mana. Sehr schön, da bin ich gerade gefangen noch, aber egal. So. Und da haben wir es geschafft. Dann nehme ich... Oh, das wollte ich... Hallo, ich will hier raus. Oh, diese Spinnenweben. Hulala. So, super haben wir das auch gemacht. Wir sind... Ach ja, wir haben in der letzten Folge dann auf jeden Fall gelevelt. Ein Level sind wir hochgekommen und haben versucht, uns hier ein bisschen hochzuspielen, damit wir dann gegen den Kampf gegen die große Bestie gerüstet sind. Wollte ich nicht Support machen, sondern wollte das mal leveln. Und deswegen sind wir jetzt hier dabei. In der Höhle von irgendwelchen Spinnen, die ich mega feiere. Die Höhle habe ich letzten Folge gesagt. Ich liebe solche Höhlen. Das ist... Hat einfach mega den Flair.
Ah ja, und hier war der Boss, genau. Der Bosskäfer, gegen den ich mega Probleme hatte. Ich bin zwar nicht gestorben, aber die war echt hart. Gucken wir mal, was ich mal auch wieder ohne Sterben schaffen. Ich habe wenig Mana. Ich brauche mehr Mana. Ja, Mana, du bist so witzig. Ich will das mal auf dein Leben gucken, Junge. Leben! Also die ganzen Kleinviecher jetzt drumherum blatt machen, die gehen nämlich gerade mega auf den Keks. Wo ist der Boss? Da hinten ist der Boss. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Immer wenn die Viecher draußen sind, muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht vor die Hunde gehe. Der Käfer an sich greift selbst ja nicht an, das ist kein Problem, also. Okay, jetzt weg wieder. Ah, ja, tut ja auch immer einen kleinen Boss beschwören, oder was? Heiltränke habe ich leider keine, sehe ich gerade. Ey, ihr dürft da ruhig angreifen, Jungs, gell? Riesiger Heiltrank, das sieht gut aus. Und wo ist der Boss? Da ist der Boss. Der kann sich leider TP'en, aber ansonsten macht er keinen großen Schaden. Doch, der macht Schaden! Fuck! Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Der macht doch Schaden. Da ist noch eine Spinne, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das wollen die ja nicht sterben. Ja, hier die kriegen wir auch so. Da haben wir noch ein Wappenschild, das nehmen wir natürlich mit. Und da ist der Dünenkäfer wieder hier. Der sich direkt in uns reinzerputtet. Hallo, weg da. Das ist assi, wenn die sich hinter dich teleportieren und du willst da eigentlich hinklicken gerade. Und dann klickst du die an und kannst dich deswegen nicht bewegen. So, die sind jetzt schon mal tot. So, drauf, 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 drauf. Ich brauche mehr Mana. Ich habe wenig Mana. So, warte, der Moment, also kann ich noch nicht. So, die Spinne darüber machen wir nee, gleich weiter, wir machen erstmal hier die Käfer. Ja, die Spinnen. Okay, komm her. Ich habe wenig Mana. Die machen Damage, die Spinnen, ne? Gar nicht so schlecht. Okay, da ist der Dünngeber wieder. Ich brauche mehr Mana. Was? Alter, ich hab mich doch... Ich hab mich doch geheilt gerade. Mit Kanonenfaustbüchsen greift er viele Gegner mit einem breiten, aber kurzen Bogen an. Armbrüste haben irgendwas. Schattenspalt, Ebene 1, die Knochenwüste, ich glaube, das ist das da. Ich hoffe es. Jep, richtig. So, da sind die Käfer nochmal. Oh, die gehen lassen sogar Dinge fallen. Interessiert doch keinen Schwein. Okay, gut. Begleiter. Inventar. Ich gebe dem Begleiter jetzt erstmal alles, was wir haben. Nimm mal mit. Wir müssen natürlich danach erstmal wieder gucken hier, was brauchen wir nicht. Das ist nun mal in diesem Spiel normal. Wer da keinen Bock drauf hat, der kann dann ja in der Zeit sein Haustier füttern. So. Spionagehelm. Wo ist denn das Vieh? Ach da. So, super. Diesmal haben wir uns alle gekillt. Jetzt kriegt man ein paar Verbündete dadurch natürlich. So, oh. Oh, 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 okay, das war jetzt viel. Gut, 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 gut. Ich habe wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Das ist wirklich gut. Wow, Alter. Beruhigt euch mal. Oh. Okay, warte, 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 warte.
bin tot. Oh. Alter. 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 Heil dich, Junge. Ne, geht doch. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe wenig Mana. Ich brauche mehr Mana. Boah, komm, ich schubse endlich mal hier. Nein, da war ich das nicht auf Krieg. Ich rast hier raus. Es fickt den totalen. Oho. So, super, da ist das Riesenvieh endlich platt. Das hat ja auch lang genug gedauert. Wie gesagt, okay, diesmal sind wir auf einmal gestorben. Ne? Ich könnte sagen, wir haben nebenbei nochmal Spinnen gemacht, aber die Spinnen haben ja kein Leben verloren. Aber das nehme ich jetzt einfach mal als Ausrede, um so zu wirken, als wäre ich professionell irgendwie. Oh, oh, oh. So, Maul halten. Auch tot. So, und hier auch noch. Immer schöne Druck. Da haben wir noch. Oh, da ist eine Spinne. Na, Spinni. Dann noch ein paar von denen. Wie viel Leben habe ich denn? Ich habe noch genug Leben. Diese Fledermäuse ziehen nicht wirklich. Oh. Stopp. Levelaufstieg. Das ist normaler, also da haben wir kein Problem. Ich habe nicht genug Mana. Die normalen kriegt man eigentlich mittlerweile ziemlich schnell raus. Das ist kein Ding mehr. Da ist noch ein Überweg. Da ist eine Spinne. Und da haben wir noch einen Schrein. Oh, was macht der? Ich habe das gerade Leben wiedergegeben, bin mir nicht sicher. Wow. Ich brauche mehr Mana. Stirb! So, wie immer, unsere Tierchen machen da die Hauptarbeit, da ist für uns gar kein Problem mit. Und es ist sowieso eine Angewohnheit von mir, sinnlos im Hintergrund noch eine Feuerkugel zu verschwenden. Die so nach dem Motto, hey, guck mal, ich hab immer eine Feuerkugel. Die bringt mir zwar nie was, weil die immer schnurz sind, aber ich habe eine. So, und dann auf nach unten. Und wir haben unverteilte Fertigkeitspunkte, die nehme ich natürlich gleich. Wir wollten weiter unsere Fledermäuse skillen. Dann machen die nämlich jetzt schon 16 Sekunden lang bleiben die und 20% zusätzlichen Schaden. Das ist eine Menge. Und hier unsere One-Shot-Mieze. One-Shot-Mieze! So. Was haben wir denn hier? Erstmal Kobold holen. Hoffe ich mal, das hat jetzt was gemacht. Ja, okay, das. Oh, fuck. Natürlich, gleich zweimal. Warum nicht? Stirb. Und schon wieder ein Boss. Was haben die heute mit ihrem Boss? Boah, warum die immer als Boss? Das ist ja hart. Ich hab das noch gar nicht umgeskillt hier auf dem Spielstand. Raus da! Ich komm nicht raus! Alter, wie behindert! Ich kann da nicht raus gerade, ich konnte nicht rausjumpen. Weil ich meinen Jump nicht geskillt habe. Jump, da man. Okay, ich hatte das nämlich umgeskillt. Ich habe mir nochmal überlegt, wie mache ich es besser, wie kann ich am besten gegen diese ganzen Viecher vorgehen. Ich habe wenig Mana. Das tut wirklich weh. Ja, das glaube ich dir. Fünf. Mach die Scheiß 5, so, jetzt hat das. Oh. Ich bin verwundet. Ja, du bist verwundet, das ist toll. Erzähl mir was mich interessiert. Boah, die Fledermäuse. Alter. What the fuck, habt ihr gerade... Alter, wie viele Fledermäuse. Die bringt's auf jeden Fall und mit 20% Damage. Habt ihr gesehen, wie schnell er das Leben verloren hat? So, warte, wir warten das mal kurz, damit ich mein Leben wieder aufheilen kann. Ganz kurz warten hier. Mietzetatze hat noch keinen... Mietzetatze kriegt mal hier von mir jetzt diesmal einen. Mietzetatze kriegt mal den Fisch da. Die 6, so. Was bist du jetzt so?
Ein Wolf! Ah, Miezewolf! Ah, Miezewolf! Ist hier was Spannendes? Nö. Jetzt einfach noch nicht weiter. Na dann, Miezewolf, go, go! Wir haben zu tun. What the fuck? Oh nein, kein Boss. Oh nein. Wie viel? Übertrieben viel. Übertrieben viel, übertrieben viel. Ich brauche mehr Mana. Wie übertrieben viel, bitte. Warum kann ja eigentlich alles, was läuft, porten? Das ist doch unklar. Wirklich alles, was hier existiert, kann irgendwie porten. Ja, das war mir jetzt klar, wenn ich in die Ecke renne. War eigentlich ziemlich blöd von mir. Na gut, wir gehen in die Stadt, damit wir kein Geld verlieren und porten uns zurück. Die Folge wird übrigens gerade am Tag der Aufnahme rausgehauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon vielleicht zweit ist, aber ich glaube nicht, dass ich schon 15 Minuten spiele. Ich guck mal. Doch, ich spiele schon 15 Minuten. Okay. Diese Folge wird gleich am Tag der Aufnahme rausgehauen und ich bin trotzdem im Zeitdruck, obwohl ich gestern gesagt habe, ja, die Folge kommt raus und so. Der Grund dafür ist der ganz folgende, einfache Grund, dass ich heute noch das Video für den Vlogdog gemacht habe und da ist natürlich noch eine ganze Menge Zeit drauf gegangen. Ich glaube jetzt 1, 2, 3 Stunden sind gerade für das Video drauf gegangen. Das ist im Endeffekt, glaube ich, ich glaube, es ist 7 oder 8 Minuten lang, das Video. Er spoilert schon das Video, oh mein Gott. Okay, der ist tot. Auch alle tot, ich muss die Katze mehr arbeiten lassen oder den Wolf oder was auch immer es ist.